Also wir stehen aktuell im Kapitel 17 und wir haben es auch bald geschafft. Sie haben vielleicht gesehen, es wurde schon Kapitel 18 hochgeladen. Das werden wir dann heute nicht machen. Das wird allerdings dann unser letztes Kapitel sein, wo auch Sachen für die Klausur drin sind. Nächste Woche, das kündige ich noch an, gibt es wahrscheinlich noch so einen Bonus, der dann nicht für Klausur relevant ist, aber für interessierte Leute. Gut, jetzt erstmal, wir sind im Kapitel 17, Collection Framework. Motivation hatten wir am Montag bereits erläutert. Wir wollen also eine Bibliothek kennenlernen von Java oder mehrere, wo fertige dynamische Datenstrukturen verfügbar sind und dabei geht es insbesondere um Generics. Das ist eigentlich nochmal aus programmiersprachlicher Sicht das Interessante, dass da nochmal ein Konzept dazukommt. Und das hatten wir, vielleicht nehmen wir gleich so ein Beispiel. Wir hatten letzten Montag, also vor zwei Tagen, unser bestehendes Beispiel der einfach verketteten Liste umgebaut auf diese Generics, sodass wir dort also, das steckt ja schon im Namen, eine generische Lösung haben für beliebige Datentypen. Und das Besondere ist jetzt, dass eben, Sie sehen ja hier nochmal diese gelb unterlegten Kästen, dass also der Datentyp noch nicht bekannt ist. Das heißt sozusagen, haben wir eine Variable für den Datentyp, der wird also erst später festgelegt. Und da hatten wir hier jetzt immer mit diesem T gearbeitet, der hat am Montag schon gesagt, es muss nicht T heißen. Ja, das ist jetzt letztlich ein Name für einen Typ, der später festgelegt wird. Zum einen haben wir hier einmal diese Spitzenklammern und da haben wir auch gesehen, wenn wir jetzt dann eine Instanz anlegen von Node, dann sagen wir eben nicht, wie bis dahin immer New Node. Und dann in runden Klammern eben entsprechend einer dieser Konstruktoren, sondern New Node. Und dann kommen auch die Spitzenklammern und dann müssen wir konkret sagen, welcher Typ. Ja, und wichtig war auch, der Typ muss immer ein Objekttyp sein. Also primitive Datentypen sind nicht mehr erlaubt. Das heißt, und das haben wir auch gesehen, einerseits für die Klasse Person, das ist ja klar, das ist ein Objekt. Und dann haben wir aber auch gesehen, wenn wir jetzt wirklich Integer abspeichern möchten, oder das gilt dann natürlich auch für Double, dann müssen wir diese Objekte, also die Klassen verwenden. Vielleicht gehen wir nochmal hin. Wir hatten das hier. Also dann gibt es natürlich die Klasse Integer, genauso gibt es die Klasse Double, die Klasse Byte und so weiter. Im Prinzip zu jedem primitiven Datentyp gibt es korrespondierend auch eine Klasse mit gleichem Namen, mit dem Unterschied natürlich, dass da dann wieder der Klassenname mit dem Großbuchstaben beginnt und die sind alle in diesem Package java.lang. Das hatte man im letzten Kapitel im Zusammenhang noch mit dieser Oberklasse java.lang-object erwähnt. Naja, und da sehen wir eben, wie wir das hier verwenden. Wenn wir die Liste anlegen, müssen wir zusätzlich sagen jetzt, wir möchten die jetzt für einen bestimmten Objekttyp und dann müssen wir entsprechend beim Einfügen, kann jetzt wieder nicht markieren, auch immer eben Instanzen von Node anlegen mit dem Typ. Und das hatte ich letztes Mal vorgeführt, wenn man jetzt eben Folgendes macht, dass man hier oben sagt, man hat eine verkettete Liste für Integer und man möchte jetzt plötzlich da eine Instanz von Node Person einfügen, dann kommt die Fehlermeldung. Und das ist genau das, was wir wollen, dass wir wieder Typsicherheit haben und trotzdem eine generische Lösung. Ja, also das heißt, Sie haben ja gesehen, wir hatten da verschiedene Sachen ausprobiert, wo eben der Compiler dann wieder sagt, es geht nicht. Und es ist gut, ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber eben dann typsicher. Wir hatten auch nochmal wiederholt den Bezug zu dem Beispiel mit dem binären Suchbaum, wo wir das mit Interfaces gemacht haben. Und da war genau das Problem, dass eben in einem Baum oder jetzt hier zum Beispiel in einer Liste dann verschiedene Objekte von unterschiedlichen Klassen eingefügt werden könnten. Das wollen wir genau nicht. Ja? Wenn wir mit Interfaces nur arbeiten würden, dann wäre ja die einzige Bedingung fürs Einfügen, die müssen das Interface implementieren. Hier geht man jetzt eben einen Schritt weiter. Wir sagen konkret, wir wollen die Liste für den Objekttyp
Integer oder hier haben wir dann das Gleiche gemacht und haben gesagt, wir wollen jetzt so eine Liste für den Objekttyp Person. Ja, und dann wird eben sichergestellt, dass genau dann auch nur solche Objekte von dem Typ da gespeichert werden. Soweit waren wir schon und jetzt dann endlich, wie angekündigt, ein Blick, was es da so gibt. Es gibt natürlich so viel, deswegen gibt es auch dicke Bücher oder viele Blogs zu dem Thema. Also erstmal geht es um dieses Package hier unten, java.util, also wo Utilities drin sind. Und das sind unter anderem, also nicht nur, aber da sind eben auch fertige dynamische Datenstrukturen. Ja, und die sind teilweise natürlich leistungsfähiger wie das, was wir von Hand gemacht haben. Ja, wir haben ja gut eigentlich nur das Einfachste gemacht. Binäre Suchbäume, einfach verkettete Listen und Hash-Tabellen. Und das gibt es da auch alles. Ja, ich hatte damals schon gesagt, wir wollen natürlich verstehen, wie das funktioniert. Ja, wir hätten natürlich auch gleich das angucken können und sagen, das müssen wir nicht verstehen, aber das ist ja nicht Sinn vom Studium, dass wir nur das anwenden können, sondern sie sollen ja dann selber sowas bauen können später. So, wir machen gleich ein Beispiel, nur damit man erstmal so eine Vorstellung hat. Das Ganze, diese Bibliothek, basiert jetzt auf Interfaces und Klassen. Also Klassen leuchtet ja ein, da gibt es verschiedene Datenstrukturen, so wie wir das auch gemacht haben. Entsprechend gibt es dann da eben auch verschiedene Klassen und zusätzlich wird hier massiv Gebrauch gemacht von dem Interface-Konzept. Das hatten wir ja im letzten Kapitel und ein wichtiges, sehr hoch angesiedeltes, abstraktes Interface ist dieses hier, das heißt Collection. Ja? Und es ist erstmal, ja, wenn man das jetzt übersetzt, ja, halt irgendwie so eine Sammlung von Objekten und das sagt jetzt natürlich erstmal noch nicht so viel aus, aber das ist eben sehr generisch und Sie haben ja auch gesehen, Interfaces können sich auch nochmal spezialisieren und da sind eben jetzt erstmal im Zuge der Objektorientierung und Vererbung grundlegende Funktionen definiert, die eben für eine Menge von Objekten mindestens vorhanden sein muss. So, ich will jetzt auch nicht alle Details hier vorlesen, aber Sie sehen schon, was bunt ist. Man kann Objekte hinzufügen mit Add, man kann sie entfernen, man kann abprüfen, gibt es so ein Objekt. Ja, das gibt dann True oder False zurück. Man kann abprüfen, ist da gar nichts in dieser Collection und dann gibt es nur sowas, wo man abfragen kann, wie viele Elemente sind da drin. So, was wir nachher sehen werden, wenn man jetzt, das ist ja häufig der Fall, man möchte natürlich seine Daten irgendwann auslesen und man möchte sie vielleicht auch mal komplett oder mit einem Filter oder wie auch immer, da gibt es ganz komplexe Anfragemöglichkeiten. Das Einfachste ist, man lässt sich einfach mal aufzählen, was ist alles drin gespeichert. Ja, das haben wir ja auch immer gemacht. Wir haben auch immer eine Ausgabefunktion gehabt, wo wir einfach mal alles ausgeben. Die hieß dann Dump oder Print und hier ist es jetzt so, dass es eine Methode gibt, die heißt Iterator und da kriegt man eine Instanzreferenz zurück vom Datentyp Iterator und da kann man letztlich dann in einer Schleife abfragen, da gibt man das nächste Objekt, wenn es noch eins gibt und das sehen wir dann am Beispiel gleich. So, wie Sie sehen hier so einen kleinen Überblick, das ist auch nicht alles, aber hier also das Bild. Also erstmal hier sehen Sie ja, da gibt es blaue Kästen und rote Kästen. Die blauen, das sind Interfaces, Sie wissen, das heißt, das sind Schnittstellendefinitionen. Da sind in der Regel die Methoden nicht implementiert, abgesehen von diesen Spezialfällen mit Default-Methoden. Aber das sind primär Interface, also Schnittstellendefinitionen. Und das rote, das sind jetzt konkrete Klassen, die eben eine Datenstruktur realisieren und entsprechend ein Interface implementieren. Also wir können uns ja was rauspicken, hier unten gibt es Linked List, ja? Das heißt, wir haben sie ja auch so genannt, aber das ist jetzt die von Java und Sie können schon vermuten, die ist jetzt natürlich mit diesen Generics implementiert und die implementiert das Interface List und das Interface List erweitert das Interface Collection. Ja, also, und hier drüben sehen wir so ähnliche Sachen, Tree in Hash, kommt Ihnen natürlich auch bekannt vor, also da ist irgendwie ein Baum und eine Hash-Tabelle und die erweitern das Interface Set und Set ist auch abgeleitet von Collection. Und Sie sehen, hier drüben stehen noch ein paar
kurze Information. Also alles, was das Interface List implementiert, das sind Elemente mit einer festen Position, da sind Duplikate zulässig. Und bei den Sets, das sind Mengen, da haben die Elemente keine feste Position und da sind auch keine Duplikate erlaubt. Das sind jetzt nur so Randbedingungen. Das ist jetzt natürlich super komprimiert. Wenn Sie jetzt vielleicht zu Hause mal das eingeben und in der Online-Hilfe gucken, da stehen dann natürlich wahrscheinlich zu jedem Interface mindestens eine DIN A4-Seite, was da alles gibt und zu beachten ist. Also das ist jetzt eben hier das Ziel, dass man nur mal so einen Überblick hat und was ausprobieren kann. Jetzt was als erstes vielleicht so ins Auge sticht, ist diese ArrayList. Wir haben ja kennengelernt, ein Array verwendet man, wenn man die Anzahl der Elemente kennt, weil man ja natürlich, wenn man ein Array anlegt, sagen muss, wie groß das sein soll. Und haben wir auch gelernt, wenn der Platz ausgeht, hat man ein Problem. Dann muss man natürlich irgendwie entweder eine Fehlermeldung ausgeben oder man muss ein größeres Array anlegen und umkopieren. Und genau das macht diese Klasse ArrayList. Ja, also das ist letztlich ein Array, intern auch als solches realisiert, das kann aber dynamisch wachsen. Das soll jetzt aber nicht irritieren. Das ist also tatsächlich, Sie können ja mal reingucken in den Quelltext, so realisiert, dass eben das bei Bedarf dann vergrößert und umkopiert wird. So, und die anderen Sachen sind erstmal fast so ähnlich, wie wir es gemacht haben. Und da gucken wir uns das ein oder andere an. So, die ArrayList, die wird da gleich so ein Beispiel dazu machen. Also hier sehen wir auch nochmal den Auszug aus dem List-Interface. Ich gehe nochmal zurück. Das ist also diese Schnittstelle hier. Und da sieht man, also wir können mal eins rauspicken. Hier steht dann zum Beispiel dort, wenn ich was hinzufüge, an einem gegebenen Index. Ja, aber das kennen Sie natürlich, wenn Sie ein Array haben, da können Sie sagen, an der Position 5 oder an der Position 1 soll was gespeichert werden. Also entscheidend ist hier eben diese Position. Bei vielen Methoden kann ich eben einen Index angeben. Und dann habe ich hier natürlich noch sowas wie Remove und also eben Methoden, die auch in Collection schon definiert sind. Ist ja klar, das ist ein Oberinterface und List bzw. Set sind Unterinterfaces, also die dieses Interface Collection erweitern. Ja, machen wir einfach mal ein Beispiel. Weil es macht jetzt hier natürlich wenig Sinn, Methoden vorzulesen. Und also Liste war das Beispiel vom Montag. Das war unsere Liste, die wir einfach umgebaut haben auf die generische Datentypen. Und jetzt ist hier schon ein Verzeichnis ArrayList. Ich gehe da mal rein. Da sehen Sie, da ist schon eine Klasse drin, nämlich die Klasse Person, die ist noch vom Montag. Ja, also das heißt, ich habe jetzt einfach umkopiert, umverändert, die wollte jetzt nicht wieder eintippen, weil die haben wir ja schon im Video dann am Montag. Und wir wollen jetzt diese Klasse wie am Montag eben Instanzen von der anlegen und abspeichern, aber dieses Mal eben nicht in unserer eigenen Implementierung, sondern eben in der fertigen Array-Liste. So, das heißt, wir öffnen noch eine Datei. Ja, nennen wir die jetzt mal Test. Also Public Class Test. Einfach ein Testprogramm. Public Static Void Main String Args. So, jetzt wollen wir diesen Datentyp verwenden, den es in Java gibt. Jetzt muss man natürlich nachgucken, wie der parametrisiert ist. Ja, wir hatten ja letztes Mal und jetzt gerade die Wiederholung gesehen, bei uns hieß Linked List und in Spitzenklammern ein Typ. Wir werden heute noch ein Beispiel sehen, voraussichtlich, wenn die Zeit reicht, dass man auch mit mehreren Typen parametrisieren kann. Also das ist jetzt erstmal der einfachste Fall. Und wenn man jetzt in der Hilfe nachgucken würde, würde man lesen, okay, ArrayList erwartet eben auch einmal in Spitzenklammern einen Objekttyp. Das genauso, wie wir es gemacht haben, da steht eben drin, jetzt konkret für diesen Objekttyp soll die Liste angelegt werden und da schreiben wir jetzt Person hin. Das ist genau die Klasse, die wir in dem Verzeichnis haben.
So, dann kommt der Variablenname, ihr rückt noch ein bisschen ein, nennen wir jetzt mal plist, new, da kann man das nach hinten kopieren. Ja, also das ist der Typname komplett und Sie wissen schon vom Montag am Ende noch runde Klammer auf zu. So, jetzt müssen wir noch eins machen hier, damit wir das verwenden können. Ja, müssen wir das importieren. Auch das kennen Sie schon aus dem Kapitel Packages. Jetzt ist es was, wo standardmäßig mitkommt. Wir können jetzt entweder sagen, also erstmal muss man natürlich wissen, wo befindet sich das? Und dann kann man eben sagen, entweder java.util.stern, das heißt, wir würden alle Klassen und Interfaces importieren in diesem Package. Das können wir machen. Man könnte jetzt hier auch sagen ArrayList. Ja. Ich lasse jetzt einfach mal alles, obwohl wir nicht viel mehr benötigen. So, das war's. Schon mal der erste Schritt. Dann befüllen wir das Array. Das heißt, wir packen jetzt ein paar Daten rein. Also plist.add, dann eine Person. Jetzt müsste man natürlich gucken, also irgendwelche willkürlichen Daten. So, also wir gucken mal, da wird eine Instanz von Person angelegt, wir gehen hier rein, hier ist nichts Außergewöhnliches, kennen wir schon, der Konstruktor hier erwartet zwei Strings. Also jetzt sehe ich gerade hier, so noch anpassen, hier war es am Montag Vorname, Nachname, hier in dem Beispiel ist jetzt Name und Adresse. No. Dann müssen wir hier auch, jetzt stimmt es hier natürlich auch noch nicht ganz. So, jetzt machen wir das doch, müssen wir doch noch ein bisschen anpassen, also Name und Adresse. Also die Adresse ist jetzt auch nicht vollständig, werden manche sagen, da fehlt nur der Ort, aber Sie sehen schon, es wird dann zu breit. Wir nehmen jetzt immer nur den Namen und dann die Straße. So, und dann kopieren wir das. Was haben wir hier? Müller, Holzweg 11. Noch ein Müller, der wohnt woanders. Und dann haben wir hier noch Schulze. So, die wohnen alle in der gleichen Straße. Ist jetzt egal. So, jetzt können wir die erstmal dazufügen. Jetzt ist natürlich der Unterschied zu dem, was wir bisher gemacht haben. Wir wissen jetzt gar nicht, wie Add genau funktioniert. Und weil wir jetzt verwenden wir ja was Fertiges und das interessiert uns jetzt letztlich auch nicht, wie das genau implementiert ist, sondern wir wissen nur, wir müssen Add so aufrufen, indem wir ein Objekt übergeben und dann rufen wir hier mal eine Ausgabefunktion auf, das auszugeben. Das heißt, die müssen wir jetzt aber selber machen. Public static void dump. Können wir jetzt vielleicht nur mal P nennen. Also einfach einen, kann man Spruch ausgeben, system out println dumping list. Ich sehe gerade, ist wieder ein bisschen so gemischt Englisch und Deutsch, aber ja, ist nicht ganz toll, aber in Informatik passiert das häufiger. So, jetzt ist natürlich die Frage, also wir machen jetzt eine Vorschleife über die Ausgabe, also erstmal nicht mit dem Iterator, wer das kennt. Und jetzt ist natürlich klar, die Vorschleife braucht eine Abbruchbedingung. Jetzt ist hier eben neu, ich rufe jetzt die Methode size auf von dieser ArrayList, die liefert mir genau zurück, wie viele Elemente es gibt. Und dann kann ich jetzt hier sehe gerade, ihr habt das ungeschickt gemacht. Nennen wir das doch so.
So, jetzt holen wir eine Person raus, also plist.get an der Stelle i. Ja, also jetzt sagen wir eben zu der Liste, gib uns mal das Objekt am Index i. Da kommt Objekt vom Typ Person zurück. Dann geht man das aus. System out println p.toString. So, das hatten wir schon am Montag. Wir können mal reingucken. Die Methode haben wir hier. Sie wissen, die haben wir immer. Diesen Java-Lang-Object definiert, die haben wir hier überschrieben. Deswegen wird dann die aufgerufen, gibt die Infos aus. Und können wir hier noch einen Vorschub machen. System out println, damit wir noch eine Leerzeile haben. So, jetzt können wir noch ein Element löschen. Also plist remove, zum Beispiel der zweite Eintrag am Index 2. Und dann geben wir das Ganze nochmal aus. So, dann testen wir das mal. Achso. So, das hat geklappt. So, Sie sehen jetzt erstmal am Anfang, die erste Ausgabe ist ja, nachdem wir die Liste aufgebaut haben, beziehungsweise jetzt haben wir ja in dem Sinn auch selber nicht viel gemacht, wir haben immer nur add, add, add aufgerufen, dann wird alles ausgegeben, anschließend haben wir hier gesagt, wo die Maus ist, den zweiten Eintrag löschen, ja, gezählt wird ab 0, das heißt, gelöscht wird dieser Müller, der woanders wohnt, und da sehen Sie, wenn wir es dann wieder ausgeben, dann ist der entsprechend weg, verschwunden, ja. Jetzt ist es natürlich nicht sonderlich schwer, aber ist ja natürlich genau die Intention von der Bibliothek, dass man sie einfach verwenden kann. Das ist jetzt natürlich auch der einfachste Fall, da gibt es natürlich auch anspruchsvollere Sachen. Jetzt als Hinweise noch, diese ArrayList, das ist natürlich wichtig, jetzt wenn man so einen Baukasten hat von Datenstrukturen, dann sind die natürlich einfach zu verwenden. Ich muss nicht wissen, wie die genau funktionieren. Vielleicht schadet es aber dennoch nicht, wenn man ungefähr eine Vorstellung hat, wie die funktionieren. Man muss ja dann irgendwann entscheiden, was nehme ich jetzt. Ja, wir gucken jetzt ja nur ein paar an. Es gibt ja da uferlos. Und jetzt diese ArrayList hat erstmal den Vorteil, wenn ich einen gegebenen Index habe und ich möchte da ein Element jetzt wie eben löschen oder auslesen, das geht schnell, löschen nicht, also nur das Auslesen, Entschuldigung, das kommt gleich. Wenn ich am bestimmten Index was einfügen möchte oder löschen, dann ist es langsam. Warum? Naja, ich habe ja ein Array, das heißt, wenn ich jetzt, stellen Sie sich vor, das ist voll oder fast voll und ich will jetzt was in der Mitte einfügen, dann muss natürlich alles ab der Stelle, das ist ja schon belegt, das muss ich dann verschieben, ja. Also einfügen ist eben hier so definiert, dass ich nicht überschreibe an der Stelle, sondern tatsächlich einfüge. Und dann muss eben das andere nach hinten verschoben werden. Und nachdem, jetzt ist natürlich doch wichtig zu wissen, wie es implementiert ist. Wenn das jetzt eine Liste wäre, dann wäre es natürlich einfach, das wissen Sie. Da läuft man eben bis zum Vorgänger, hängt Zeilen ein und setzt den eigenen Next-Zeiger dann auf den nächsten, der schon da ist, dann wären wir fertig. Jetzt ist es aber intern eben als Array implementiert, deswegen ist das Einfügen und Löschen an einem bestimmten Index langsam, weil sich die Sachen dann eben alle umkopiert werden müssen. Sie wissen auch, das hängt natürlich wieder vom Datenvolumen ab. Ja, wenn das eine kleine Datenmenge ist, spürt man das nicht auf dem schnellen Rechner. Ansonsten kann das sehr langsam werden. Einfügen, Löschen am Ende ist ganz schnell. Ja. Naja, einfügen am Ende, wenn jetzt da noch Platz ist natürlich, und löschen ist einfach auch austragen. Jetzt ist noch die Frage, wie wird das mit der Kapazität gemacht? So wie wir es eben verwendet haben, das habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, gibt es einen Default-Wert für die Größe? Weil wir haben ja einfach gesagt, wir wollen jetzt eine ArrayList. Und die Frage ist, wie viele Einträge, das muss man also nachgucken.
Es gibt aber die Möglichkeit, beim Anlegen der ArrayList einen Konstruktor, Sie wissen, es gibt meist mehrere Konstruktoren, einen aufzurufen und zu sagen, wie viele Einträge man möchte initial. So, und wenn ich jetzt weiß, ich brauche 1 Million mindestens oder so, dann gebe ich das direkt an. Ja, also das kann ich letztlich steuern. So, und wenn jetzt der Fall eintritt, das ist der zweite Punkt hier, dass der Platz nicht ausreicht, dann haben wir ja eben gesagt, dann wird das Array vergrößert und umkopiert, dann geht man aber die Implementierung so vor, dass die das dann nicht vergrößert um ein Element, sondern es wird einfach um einen gewissen Schwellwert jetzt hier zum Beispiel direkt um 50% vergrößert. Ja? Also die Intention ist halt einfach, das ist ja erstmal teuer, wenn ich vergrößere, ja, weil ich alles umkopieren muss. Das heißt, ihr habt eine Vorschleife intern und lauft drüber und muss alles umkopieren. Gut, jetzt hat man noch den Vorteil, wenn man es ganz genau betrachtet, wir haben ja in diesen Datenstrukturen nur Objekte. Das heißt, die Objekte selber werden nicht umkopiert, sondern nur die Referenzen. Ja, Sie erinnern sich an unsere Bilder. Letztlich ist es ein Array, wo nur Referenzen auf Objekte speichert. Das heißt, wenn das vergrößert wird, werden jeweils nur die Referenzen kopiert. Also das heißt, das geht natürlich erstmal schneller, wie wenn ich Objekte kopiere. Nichtsdestotrotz, wenn es viele sind, ist es natürlich immer noch langsam. Und deswegen vergrößern wir einfach auf einen Schlag etwas mehr. So, und da kommt jetzt aber auch wieder ins Spiel, diese Vergrößerung, also jetzt machen wir es konkret, angenommen, wir haben jetzt 1 Megabyte für dieses Array und es ist voll und ich verdoppel das jetzt. Ja, dann reserviert man ja nur den Speicherplatz für das Array und die Referenzen und nicht für die Objekte schon. Ja, die Objekte, die kommen ja, die legt ja das Programm an beim Einfügen. Das heißt, es hört sich erstmal so schlimm an, ist aber gar nicht so tragisch. Ja, so eine Referenz hat beim 32-Bit-Rechner 4 Byte, bei 64-Bit 8 Byte. Dann können Sie sich ausrechnen, das tut nicht weh, wenn wir jetzt sagen, wir wollen noch mal 1 Million Referenzen. Ja? Wenn man jetzt natürlich auf einen Schlag 1 Million Referenzen plus 1 Million Objekte anlegen würde, das wäre natürlich deutlich speicheraufwendiger. Ein Punkt ist noch, wenn wir löschen, wird das Array nicht verkleinert. Also es bleibt dann so stehen. Ja? Also man sieht schon, wenn man das jetzt gerade diese Kommentare hinsichtlich Speicher liest, spätestens da ist es jetzt sinnvoll, das, was wir im letzten Jahr gemacht haben, dass man überhaupt weiß, was passiert denn da, sonst versteht man dann gar nicht hier die Konsequenzen von diesen Bemerkungen in der Java-Dokumentation. Und vor allem eben wieder, wenn man an Big Data denkt, dann sind das ja wichtige Entscheidungsfragen, dass man genau versteht, wie funktioniert diese fertige Struktur und ist die dann wirklich passend für meinen Anwendungsfall. Gut, wir gucken uns noch als zweites Beispiel diesen Treeset an. Also jetzt haben wir eben so eine Array-Liste gesehen. Die Linked-List habe ich jetzt hier nicht als Beispiel, das können Sie dann selber machen, die ist jetzt, denke ich, nicht so interessant. Der Treeset, der ist jetzt wiederum interessant, der ist tatsächlich, wenn man jetzt nachliest, ein besonderer binärer Suchbaum, und zwar ein sogenannter Red-Black-Tree, oder Rot-Schwarz-Baum, ich glaube, wir hatten es damals auch schon erwähnt, den bespricht man dann in Algorithmen und Datenstrukturen in Informatik. Also sofern Sie Informatik studieren, werden Sie den noch genauer kennenlernen. Jetzt tun wir mal so, wenn wir Anwender sind, das interessiert uns nicht, wie der gemacht ist. Das Einzige, was uns interessiert ist, und das steht dann, findet man natürlich ganz schnell, der vermeidet Entarten des Baums. Also Sie wissen ja, wenn wir einen binären Suchbaum haben und wir fügen Elemente sortiert ein, egal ab- oder aufsteigend, dann entartet der Baum und er sieht dann aus wie eine einfach verkettete Liste und dann haben wir verloren, weil der dann genau alle Vor- und Nachteile einer verketteten Liste hat. Und dann macht er den Baum, damit die Datensuche schneller geht. Und dieser Red-Black-Tree, der verwendet pro Knoten zusätzlich Farben und können Sie einmal ausprobieren, wenn Sie jetzt was sortiert einfügen, dann greifen diese Farben und die sorgen dafür, dass man eben nicht eine Liste bekommt. So, das heißt, der ist auf alle Fälle plump gesagt besser als wie diese einfache Implementierung, die wir hatten. So, zudem wissen Sie auch, der stellt die Sortierung sicher, der erlaubt aber keine Duplikate.
haben wir selber gemacht, ja, leuchtet auch ein, weil wir ja immer links und rechts verzweigen müssen durch Vergleich, und wenn wir Duplikate hätten, könnte man das nicht. So, man könnte jetzt natürlich sagen, Duplikate könnte man ja auch abspeichern, indem man sagt, der Baum hängt dann, wenn das erste Mal ein Duplikat eingefügt wird, macht eine einfach verkettete Liste an so einem Element. Ja, könnte man machen, ist jetzt hier aber eben einfach auch nicht vorgesehen. So, dieser TreeSet, der implementiert jetzt das sogenannte Sorted Set Interface. Und zwar, das erweitert das Interface Set. Ja, und das haben wir vorher gesehen, das Interface Set erweitert das Interface Collection. Also Sie sehen jetzt hier eben, da wird verstärkt Gebrauch gemacht von diesen Konzepten. Und da gibt es im Prinzip die drei Methoden, die interessant sind. Man kann das erste, das kleinste, größte Element sich geben lassen, oder auch eine Untermenge, indem man sagt von bis, wo man also zwei Werte angibt, und das sind dann bezüglich des Sortierkriteriums ist mein Bereich. Oder man kann sich auch die Elemente aufzählen lassen und kriegt die dann sortiert. Ja. Das haben wir teilweise auch selber gemacht, aber Sie wissen, bis das immer alles funktioniert, war das vielleicht nicht immer ganz einfach. So, ich gebe gleich noch das Beispiel ein, dann machen wir dann die Wiederholungsstunde. So, jetzt gibt es diesen Iterator, den haben wir vorher schon mal kurz erwähnt, und der wird eigentlich massiv verwendet bei diesem ganzen Collection Framework. Das ist also erstmal hier ein Interface, auch in Java Util, und die wichtigsten Methoden sind, also der dient ja irgendwie zum Aufzählen von Elementen. Also es gibt einerseits hasNext, da kann man abfragen, gibt es noch Elemente oder nicht. Ja, also das ist dann natürlich sinnvoll für eine Schleife, Abbruchbedingung. Mit Next holt man sich das nächste Objekt. Mit Remove kann man entsprechend das letzte Element, das also zuletzt eben vom Iterator zurückgegeben wurde, löschen. Und das gucken wir uns gleich an. Der liefert eben die Sachen jetzt im Falle von dem TreeSet sortiert. Ja. Ist ja häufig so eine Frage, dass man was sortieren möchte. So, wir legen noch ein Verzeichnis an, also TreeSet. Ich kopiere jetzt die Klasse Person da rein. So, das ist alles klein geschrieben. So, dann machen wir das mal. Das war nicht geplant. Wir machen die Dateien hier mal zu, damit wir da nicht editiert sind. So, wir müssen nämlich hier eine kleine Änderung vornehmen. Wir wollen jetzt haben wir eben die Instanzen von Personen in eine ArrayList gestopft. Da haben wir im Prinzip nichts beachten müssen groß. Jetzt wollen wir die in diesen TreeSet stecken, und dann muss man jetzt wieder nachlesen natürlich in der Hilfe, und da wird da irgendwo stehen, diese Objekte, die in den TreeSet eingefügt werden sollen, müssen das Interface Comparable implementieren. Und dann muss natürlich irgendwie klingeln, letztes Kapitel, das haben wir ja so ähnlich gemacht. Wir haben ja auch bei den Interfaces gesagt, die Objekte müssen miteinander vergleichbar sein, damit sie im binären Suchbaum eingefügt werden können. Ja, wir brauchen ja unser Sortierkriterium, und das ist jetzt hier ähnlich. Das heißt, diese Klasse Person muss also das Interface Comparable implementieren. Ja. Jetzt habe ich es auch noch falsch geschrieben. Und jetzt ist dieses Interface aber auch parametrisiert. Ja, das ist jetzt wichtig, sonst hätten wir wieder das gleiche Problem, das wir hatten im letzten Kapitel. Ja, da haben wir ja gesagt, wir können dann verschiedene Objekte, die das Interface implementieren, einfügen. Und dieses Interface Comparable erwartet eben hier auch noch den konkreten Typ als Generic, indem wir hier sagen, in Spitze, Klammer, Person. So, dann müssen wir natürlich dieses Interface implementieren. Das besteht im Wesentlichen hier nur aus einer Methode, nämlich CompareTo. So, dann rufen wir
Compare-to auf von der Klasse String. Mal gucken, was hier passiert. Also Compare-to kennen Sie schon. Und da wird also einerseits das Objekt übergeben, mit dem verglichen werden soll. Das ist eine Instanzmethode, das heißt, wir haben kein Static. Das heißt, wir haben hier infolgedessen this, also eine Referenz auf das aktuelle Objekt. Und dieses Objekt this vergleiche ich jetzt hier gegen das übergebene Objekt p. So. Und jetzt haben wir hier ja den minimalistischen Fall. Wir haben zwei Strings oder zwei Instanzvariablen in diesem Objekttyp. Und wir müssen jetzt hier eben sagen, was soll verglichen werden? Also was ist unser Sortierkriterium? Ja, Sie erinnern sich, das hatten wir ja im letzten Kapitel auch irgendwie uns so zusammengebaut, absichtlich, damit wir das schrittweise entwickeln. Hier ist eben alles vorgegeben. Das ist falsch geschrieben. Die Methode muss compareTo heißen und das legt eben das Interface comparable fest. So, wir nehmen jetzt als Sortierkriterium den Stringname. So, und jetzt ist es so, dass die Klasse String auch dieses Interface Comparable implementiert und wir rufen da entsprechend die Methode, kennen Sie auch schon, dann eben wieder auf name.compareTo und übergeben hier dann p.name. Also dann vergleichen wir genau die beiden Namen von diesen beiden Objekten. So, und das war's schon. Aber das ist eben jetzt die Änderung für den Treeset. So, dann wollen wir jetzt die Sache noch im Baum einfügen. Dazu bauen wir auch die Klasse ArrayList um. Vielleicht bringt uns das irgendwie ein bisschen Ersparnis, bringt uns das. Also ich habe jetzt einfach die Klasse Test umkopiert. Die bauen wir um. Gut, wir können jetzt hier natürlich hinschreiben, Dumping Tree. Wir hatten damals, ihr habt das ja gebaut, dass man den Baum so ein bisschen sieht. Das geht jetzt hier nicht. Ja, also wir können jetzt, was wir gleich machen, mit dem Iterator uns die Elemente rausholen. Das schreiben wir jetzt hier in Tree Set. So, das ist unsere Dump-Methode. Also hier erstmal ArrayList fliegt jetzt hier raus. Wir wollen jetzt diesen Tree Set verwenden für Objekte von der Klasse Person. Dann benennen wir die Variable auch nach p3 um. Wir sagen hier, okay, wir geben jetzt den Baum aus. So, wir machen das jetzt ein bisschen anders hier. Wir wollen jetzt mit dem Iterator arbeiten, also Iterator IT p3. So, das heißt, diese Referenz ist ja von TreeSet. Da gibt es eben jetzt diese Methode Iterator, die liefern uns eine Referenz zurück auf dieses Interface. Mit dem können wir jetzt die Elemente zugreifen. So, wir machen jetzt eine While-Schleife, while IT has next. Also wir fragen jetzt diesen Iterator oder über dieses Iterator-Interface, gibt es noch Elemente? Ja, können wir auch hier dazu schreiben. So, und das heißt, wenn jetzt das Ding leer ist, dann würde natürlich, wissen Sie, dann wird eben die Schleife kein einziges Mal durchlaufen, richtigerweise. Ansonsten wird hier dann das, was wir jetzt eintippen, gemacht. Also wir holen ja wieder unsere Instanzen raus vom Typ Person, IT next. Damit holen wir das nächste Element raus. Das geben wir aus. Das können wir uns jetzt wieder kopieren. Und das schmeißen wir weg. So, das heißt, wir machen jetzt die Ausgabe eben über diesen Iterator. Dann haben wir die Ausgabefunktion. Hier unten passen wir auch noch an. Also, wir wollen jetzt diesen Treeset für den Datentyp Person. Hier wird der Konstruktor aufgerufen. Müssen wir hier natürlich den Variablennamen jeweils anpassen. Ich mache das mal hier durch Kopieren. Hier auch. So, jetzt hier wollen wir was entfernen. Jetzt geht es hier natürlich nicht. Hier hat man Remove 2, da haben wir gesagt, bei der ArrayList können wir einen Index angeben, das geht jetzt nicht. Ja. Das bietet die Datenstruktur nicht. Sie bietet aber an, dass wir eben ein Objekt konkret suchen und da können wir jetzt hier zum Beispiel sagen,
Es soll das Objekt gelöscht werden, Schulze. Ja, hier hinten geben wir jetzt absichtlich nichts an. Das Sortierkriterium ist der Name und dann geben wir den Baum wieder aus. So, jetzt testen wir das noch. Okay, jetzt habe ich natürlich einen Fehler noch gemacht, aber gut, dass ich den gemacht habe. Duplikate sind nicht erlaubt. Ja, Sie sehen jetzt hier, das ist unsere erste Ausgabe. Wir sehen drei Einträge. Sie sehen hier links, wir haben vier eingefügt. Man sieht aber sofort, der Müller ist doppelt. Das ist natürlich jetzt nicht erlaubt. Bei der letzten Datenstruktur, bei der ArrayList, die lässt Duplikate zu, der Baum nicht. Was ich hier natürlich gemacht habe, was man nicht machen sollte, ich habe Add aufgerufen und nicht den Rückgabewert überprüft, ob das überhaupt geklappt hat. Ja. So, das heißt, deswegen ist es erstmal hier richtig. Dann haben wir hier diesen Schulze entfernt. Sie sehen, der ist hier und entsprechend die Ausgabe dann hier, da fehlt der. Ja. Weiß ich nicht. Machen wir einmal so. Jetzt sehen Sie, jetzt sind die Einträge hier, jetzt haben wir vier. So, und was man jetzt auch noch sieht, wenn wir jetzt markieren, war das noch, die sind sortiert. Ja, also der Iterator, der sagt immer next, next. Und Sie sehen jetzt, erst kommt Kunze, dann kommt Meier, dann kommt Müller, dann kommt Schulze. Das heißt, das ist eben genau dieses Sorted-Interface. Wir kriegen die Elemente in sortierter Reihenfolge aus dem Baum raus. Ja. Gut. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt an der Stelle, wir sind zwar dann noch nicht ganz durch da, können wir dann nächste Woche fertig machen, dass wir jetzt aber zu der Wiederholungsstunde gehen, da ist das nochmal abgedruckt. Ja, also hier vielleicht noch als letzter Kommentar, aber das wissen Sie schon, bei so einem Baum wächst der Speicherbedarf dynamisch. Er schrumpft und wächst, also je nachdem, ob man löscht oder einfügt, und der ist genauso eben gebaut. Ja, bei der ArrayList, das war diese Besonderheit, deswegen haben wir die vorher auch angeguckt. Die Linked-List, die jetzt hier dabei ist in dem Paket, das ist eine doppelt verkettete Liste, die hat eine Verkettung in beide Richtungen. Die hat aber die Eigenschaften auch, dass sie eben dynamisch wächst und schrumpft. Gut, dann gehen wir über.